Ich bin der Johannes Grenzfurtner und bin sowas wie der Gründer von Monochrom. Und Monochrom ist eine selbstdefinierte Kunst-, Theorie- und Bastelneigungsgruppe. Und wir machen das jetzt schon seit fast 30 Jahren. Wir versuchen sozusagen, Sachen interessant und spannend rüberzubringen, wo wir denken, Leute sollten daran Interesse haben, an einer politischen Diskussion, an einer inhaltlichen Debatte, an einer philosophischen Debatte. Und da ja niemand mehr zuhören will, muss man die Leute irgendwie über die Unterhaltung bekommen. Also sagen, wie kann man Leute dafür interessieren, sich für was zu interessieren? Und das macht man halt dann entsprechend in unterschiedlichen Medien, die wir halt so versuchen. Wir machen Kurzfilme, wir machen Buchpublikationen, wir machen Performances im öffentlichen Raum, aktivistische Geschichten, klassische Galeriesachen, Spielfilme, Kurzfilme, Musik, was auch immer so gerade anfällt. Was ich gut dran finde und wie ich es immer verkaufe, ist, dass es ein Labor ist. Da gibt es unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen, die an ihren Sachen experimentieren. Und da passt man sehr gut rein, weil das Coole ist halt, wir haben halt so viele Nachbarinnen und Nachbarn da. Wenn wir irgendwie Expertise für irgendwas brauchen, weiß man genau, wir haben eine Spielentwicklerfirma im Q21, wir haben das. Also es ist so als Netzwerk und als Verklüngelung ist es total super. Wir sind eine internationale Gruppe und wir kennen deswegen auch Leute auf der ganzen Welt. Wir machen ja auch überall Projekte. Da lernt man Leute kennen und das Gute am Q21 ist, dass wir diese Leute dann auch hierher einladen können als Artists in Residence. Im Endeffekt heißt es, wir sind Leute, die an Sachen interessiert sind. Und wenn man gescheite Leute, die an Sachen interessiert sind, zusammenhaut und die noch ein bisschen eine kreative Ader haben, dann kommt schon irgendwas dabei raus. Das Problem ist ja eigentlich eher, sagen wir haben viel zu wenig Zeit, um die Sachen zu machen, die wir eigentlich gerne machen würden. Und dann ist man noch dazu quasi in einem internationalen Wettbewerb mit dem ganzen Internet. Das kommt auch noch dazu. Aber auf das haben wir uns eigentlich nie so eingelassen. Also wir haben uns immer so sehr spezifische, interessante Sachen rausgepickt, wo wir das Gefühl gehabt haben, das ist noch nicht in der Art und Weise bearbeitet worden. Als ein Beispiel sage ich immer die Robixotica, weil die Robixotica ist einfach das Festival für Cocktailrobotik. Und die Leute fragen dann immer, das ist aber eine eigenartige Idee, Maschinen, die Cocktails machen. Und ich sage, ja genau, das ist der Point. Sagen, Leute lieben Roboter, Leute lieben Cocktails. Dann kommen sie zu unserer Veranstaltung, wo 3.000, 4.000 Leute dort sind. Und auf einmal stehen sie mittendrin quasi in den Leuten, die aktiv und kreativ mit Technologie was machen. Das ist der Guzman, das ist unsere Plakette und unser Maskottchen. Die besten Cocktailrobots bekommen einen Guzman verliehen. Also vorbeischauen gerne immer zu jeder legalen Öffnungszeit, also bitte nicht die Glasscheiben einwerfen, aber schaut einfach vorbei. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir nicht da sind, wir haben ja eine schöne Auswahl an Devotionalien hier. Also man braucht ja nur bei uns ins Büro reinschauen und man kann hier eine Stunde verbringen und Sachen entdecken. Und wir kleben ja auch immer quasi schöne Dinge bei uns an die Frontwand. Also alles, was da an der Wand klebt, sind Abfallprodukte unserer Projekte. Also wenn wir irgendwas machen, irgendeinen Film, irgendeine Requisite brauchen, irgendwas kopieren, wird es an die Wand geklatscht. Und das ist natürlich über die Jahre sehr zugewachsen, das Ganze. Also es gibt über jedes einzelne von diesen Dingen, könnte man eine Geschichte erzählen.